Ich sehe ihn fast Ja, nicht. Ich sehe ein Überholtransport. Gebäude auf dem Wasser Richtung. Das ist ein Transportschiff. 093. Richtung 093. Das ist dann der Marine Outpost. Oh wow, Eirich, jetzt bist du genau in den Kristall reingetreten. Ja, ich sehe was. Komm mal her, Cheater, komm her, ja, zu mir. Ja, komm her, komm her. Bin da? Siehst du meine Blickrichtung, die. Ja, ich sehe, wo du hinschaust. Am Strand. Das sind ja, unsere bestätige. Wissenschaftler, unsere Leute. Jetzt sehe ich gerade zum ersten Mal diese Antennen von den beiden. Break, break, hier SGN 1. Direkt am Strand voraus, 200 Meter, stehen mehrere Schlangenwachen mit unseren Wissenschaftlern. Hier, Neo, so verstanden. Wir verschieben leicht links am Berghang entlang. Sobald ein Fireteam Sichtkontakt auf die Wissenschaftler hat, bleibt diese stehen, das nächste überspringt, sodass wir möglichst alle gleichzeitig Sichtkontakt auf die Wissenschaftler und deren Wachen haben. Dann gibt es von mir ein Go und wir schalten die Wachen gemeinsam aus, um unsere Wissenschaftler zu retten. Bewegung. So verstanden. Das hebt ab. Das sieht so aus, als wollten okay. wir die hinrichten. Okay, es geht eins. Wir setzen uns in Bewegung. Ja. Vorwärts. Go, go, go. Wir machen jetzt aber eine Linie. In der gleichen Reihenfolge. Stand. Vorsicht, Kreuze. Kreuzen. Kai, bleib mit dir. Könnt ihr von hier sehen? Wenn wir beschossen werden, sofort zurückfeuern. Scheiße. Teilen unsere Leute ab. Ja. Es geht eins, bestätige. Okay, hinlegen, Jungs. Bereit. Bereit. Stand by. Am besten zuerst auf den Boss, glaube ich. Mit Umhang. Mit der Salve in die Reihe. Okay, Feuer frei. Alcash fliegt weg. Das ist doch ein Osiris-Kreuzer, oder? Das ist ein Osiris-Kreuzer, ja. Der ist weg. SGN1, wir sollen die Overwatch-Position hier halten. Todeskleider! Warte doch, Kontakt, ich seh nichts! Beide Todeskleider sind gestartet. Achtung, ich bin hinter euch, ich bin weiter links. Check! Alle nach? Ja, bin auch bei dir. Von hier. Na, eindeutig. Wow. Jo, hab ich mir auch gedacht. Aus dem Military Outpost steigt ein dritter Kleider auf. Shit. Ja, volle Deckung. Jetzt geht das. Na, Feuer frei auf den Todesgleiter. Soweit noch nicht geschehen. Ja, und ab. Oder? Derzeit zumindestens. Die formieren sich bestimmt und greifen dann an. Gleiter im Anflug, echt? Okay, kommt jetzt zurück in den Wald, zurück in den Wald. Wir können die nicht bekämpfen. Außerdem sollen wir Overwatch geben. Scoop? Ja. Hinter dir. Okay. Wir gehen noch ein Stückchen weiter nach links. Oh nein, warte, hier ist die Position besser. Wir legen uns jetzt hier hin und geben dem Team Overwatch, dass es nach unten zu den Wissenschaftlern geht. Ihr könnt eure Position selbstständig verändern, wenn ihr keinen Sichtkontakt habt. So jetzt zum Beispiel, glaube ich. Ja, ich gehe wieder. Ah, ne, ihr schießt auf den Todesgleiter. Wow.
Er hat gesessen. Achtung, weiterer Gleiter im Anflug. Dann volle Deckung einnehmen, wir können nicht bekämpfen, das verlassen wir dann beim Team. Doch, nicht im Anflug. Munitionsbrand, Wahnsinn. Die SGN 1, das war ein unbekanntes, Fahrzeug, das ins Wasser gestürzt ist. Oh. Gut, bleib unten. Treffen wir sowieso nicht. Ja, es bringt auch nichts. Ja, weiter links. Ich bin links. Alles klar. Ich glaube, einer ist noch in der Luft, oder? Einer ist noch in der Luft, ja. Ja, aber der ignoriert uns. Der ist schlau. Die anderen haben wir alle runtergeholt. Der unbewaffnete Jafar ist wohl eine Art Botschafter und hat uns offiziell die Kriegserklärung eines der Systemlords überbracht. Wir werden ihn jetzt mitnehmen, zusammen mit den Wissenschaftlern. Das heißt, wir packen die gleich alle ein und dann verlegen wir jetzt zurück zum Ringtransporter und dann geht's zurück. Hm. SG1 hört. So verstanden, Ende. Stopp. Wir halten hier eben. Halten. Wir werden wie immer aufgehalten von anderen Leuten. Wie sollte es doch anders sein? Lieber von anderen Leuten als von Goa'uld. Ja, das stimmt. Oder Jafar. Da hast du recht. Auf dem Rückweg noch einmal vorsichtig sein. Wir kennen jetzt zumindest schon mal die Strecke. Da können wir ein bisschen schneller laufen, aber... Naja. Böse Überraschung, ne? Lassen sie bekanntlich nicht länger auf sie warten. Ja, und vor allem... Die Todeskleider sind wahrscheinlich nicht durch das Gate gekommen, also wird irgendwo noch ein Attack reisen. Genauso der ja. Osiris-Cruiser. Was ist ans Wasser gestürzt? Das war aber ein Todeskleider, oder? Das ist ein Todeskleider gewesen. Alles klar. Das Größere hat irgendwie überlebt, glaube ich. Ist zumindest weggeflogen. Okay, alles klar. Aber das waren doch nicht alle Wissenschaftler. Es fehlen doch hier jede Menge, oder? Naja, gut. Vielleicht verschleppt und als Sklaven oder was weiß ich. Oder bereits im Attack eingeladen. SG1 hört. Herr SG1, so verstanden, für ihn aus. Ich glaub, wir nehmen wir einen Keil ein und laufen jetzt weiter bis zum Ringtransporter. Wir sind schon mal den Bereich sichern. Oh. Verstanden. Das ist aber ein Alkesh, oder? Ist das, nee, das ist der Osiris-Kleider. Das ist der Osiris-Kleider, ja. Ganz ehrlich. Ich kann die Dinge auch nicht gut auseinanderhalten. Wir sind beim Ringtransporter, ganz ehrlich. Ja, wir sind beim Ringtransporter. Neo für SGN1 kommen. Hört. SGN1 hat Position beim Ringtransporter erreicht. Komm. Ja, Ringtransporter sammeln. Okay. Das ist so verstanden für ein Aus. Ende. SGN1 auf den Ringtransporter. Sage ich den Wissenschaftler jetzt, dass er in den kleinen Raum soll. Moment, nein. Oder? Doch, bereit. Ja, bereit. Bereit. Das sind Wissenschaftler, die sind intelligent und die können. Okay. Soweit sieht es sicher aus. Ja. Okay. Malp steht auch noch. Da? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Positiv. Auch der Todeskleider.
Okay, wir bauen eine Rundumsicherung auf. Steht schon ganz gut. SGN1, wir bewegen uns mal wieder Richtung Standby. Okay. West-Nordwest, Richtung der Steine und sichern dann die Richtung. Da, ist gut. Erneute Aktivität? Okay. Neo, hier SGN1 kommen. Todesglatter kann jetzt gesprengt werden von unserer Seite aus kommen. Ja? Hast du jemals gesehen, dass jemand nachgeladen hat? Okay. Das sagt doch schon alles, oder? Ja, hab ich. Hast du? Ja, das sind so kleine Energiekristalle. Okay. Stimmt, hast recht. Ja, hab ich das gelesen, das eingestellt. Da, okay. Okay, wir machen Schlüsse. Ja, gut, wir sind auf dem Weg. Ja. Auf jeden Fall. SG3 schließen sich SG2 an Richtung Stargate. Kai, wie sollen wir das mit dem Map machen? Wenn wir verlegen, sollen wir das immer noch nachziehen oder? Weil wir können auch einen Bewegungsbefehl geben, oder? Das sagen, fahr dahin. Stimmt, da hast du recht. Okay, Scoop? Ja? Dann fahr mal das Map vorsichtig auf die freie Fläche vor uns und dann gib dir den Bewegungsbefehl, dass es selbstständig Richtung Stargate fährt. Das kannst du über das Kartentool dann machen von dem Map. Beschuss? Oh, scheiße! Woo! Naja, aber ist schon gut. Die werden bedrängt auf jeden Fall. Ja, das ist ja sehr gute Wirkung. Kann ich noch feuern? Lade! Scoop, ist das Map gerade in Deckung, dass nicht beschossen werden kann? Ich geh prüfen. Meine ja. Wenn nicht, dann fass ein Stück zurück. Sehen alle tot aus. Ja, ich hab da 3 Unterlaufgranaten reingejagt. Welt sollte nicht einsehbar sein. Okay, gut. Gut gemacht. Seid ihr verletzt? Nein, ne? Alles gut. Negativ. Gut. Ja? Kannst du dich noch mit ins UAV setzen? Negativ. Er kann nicht den Gefangenen reinpacken und selber fahren, das ist das Problem. Dann nimmt doch einer von euch den Gefangenen, er fährt da drin und fährt sich selber. Okay, ist gut. Besser. Dann nimm den Gefangenen raus. Rod, du schnappst dir den Gefangenen und check. Dann wirst du den bewegen müssen. Jo. Das gibt 2, ich kann hier kommen. Boah, wo steht das denn? Das ist. Fragestatus. Folge mir. Okay, darf ich sicher deine. Ah, okay. Hier steht's. So, mein Großer, dann kommst du mal hier raus. Wo ist. Ich hab kein Interaktionsmenü eigentlich. Ah, da oben. Ah, ich hab's. Insassen. Okay. Verdammt. Ausladen. Irgendwie brav, dass ich verhält. Das ist nicht gut. Ja, der macht das schon. Scoop, wenn du im Map sitzt, dann sag mir bitte kurz Bescheid, ich brauch wohl doch noch ein bisschen Munition. Munition ist, glaube ich, keins mehr drin, bis auf Ralfs Munition.
Okay. Dann habe ich gleich gehabt. Ja, hat sich erledigt. Nämlich auch noch ein Magazin. Und Steuerung übernommen. Wie bitte? Hab nämlich auch nur noch ein Magazin. So, ja, ich hab nicht mal mehr ein ganzes jetzt, aber ich hätte nicht gedacht, dass du noch so viel raushauen. Naja. Ja, das wird lustig, bis zum Gate. Tja, zum Glück sind wir nur die Nachhut. Okay, Ralf, wir machen das jetzt anders. Du bleibst dort vorne weg und ich gehe nach ganz hinten. Kleiner! Oh, oh, oh. Verdammt! Scoop absitzen! Und dann vorne zu dem Stein, da wo der Rest vom Trupp schon ist. Den Stein hier. Okay. Schlau bist Gefangener, knie dich hin. Ach du Scheiße. Wir müssen von diesem scheiß Feld runter. Ja. Ja, würde ich auch sagen. Geh zurück zum Map, wir ignorieren das jetzt, weil es geht. Wir schießen nur ein bisschen drauf. Der ist auch abgeschossen worden. Wow, nice. Wo ist Ralf? Der ist weiter vorgegangen, kann das sein? Okay. Okay. Hier ist GN1, negativ, wir sind grün. Map schließt auf. Was ist passiert? Anscheinend haben wir... Goal, hier sind kleinere Steine. Oh. Einer. Ja, hier sind noch ein paar mehr, oder? Okay, ja gut. Es sah noch mehr aus, sorry. Wir haben Kontakte voraus. Wohin sollen wir uns ziehen? Ich habe die Meldung gekriegt, dass wir Kontakte voraus haben. Wenn du was siehst, dann schieß drauf. Ohne unsere eigenen Einheiten zu gefährden, lieber nicht. Ja, wenn du unsere eigenen Einheiten nicht gefährdest, darfst du natürlich drauf schießen. Wenn du sie gefährdest, dann bitte nicht. Das ist schon klar. Okay, gut. Fast beim Gate. Wir könnten zumindest in die Kuhle vorne rein, oder? Meinst du? Da können wir ja gar nicht mehr wirken, wenn überhaupt was ist. Ja, das nicht, aber... mitten auf dem offenen Feld. Na, okay. Dann Scoop wieder ins Map, dann gehen wir bis in die Kuhle rein. Dann überlassen wir das den anderen. So, wie sieht's hier aus? SGN1, Vorsicht, wir haben jetzt eigene Einheiten innerhalb der Ruinen von dem Stargate. Okay, ist gut. Lass das Map hier stehen, sitz ab. Dann ab zur Hügelkante. Die rasten aus. Ralf ist schon mal weiter vor zum Stein. Könnten wir eigentlich auch, theoretisch. Na, da sind Steine, ja, okay. Scoop, na das Map lassen wir hier. Wir verlegen weiter vorne zu den Steinen. Wo ist Ralf? Der rennt weiter. Okay. Der ratiert. Der will die Action nicht verpassen hier. Der ratiert zur Front. Ich kann sie nicht mal verübeln. Hier nehmen alle, nehmen Sie Rundumsicherung bei den Ruinen ein, sichern Sie das Stargate, wir kommen mit den Wissenschaftlern und den Gefangenen nach. Ja, Cheetah für Ralf kommen. Cheetah hört? Sollten wir nicht weiter? Bis zur Senke erstmal, hatte ich gesagt. Aber bleib wo du bist, ich rede von hier. Gut, hatte ich irgendwie überhört. Ja, rede ich mit dem Gefangenen da in die Ruinen rein, da haben wir wenigstens Deckung, falls wieder Flugzeuge kommen. Also sollen wir unsere Position hier aufgeben und schon mal vorrücken? Ja, also, ja. Genau, okay. Das ist eigentlich alles sicher. Ja. Okay, Ralf, du kannst schon mal in die Ruinen reinziehen und dann such dir deine Position, wo noch keiner sichert. Der Rest bewegt sich jedenfalls in die Ruinen und... Okay, wir machen laufen schon mal los. Scoop, wenn wir da sind, dann holst du das Map nach. Genau, Map ist verstanden. Schnell und zieh das dann einfach schnell nach. War ich gleich eigentlich aufgesessen durch das Tor oder schicke ich das Map vor? Du schickst es vor. Nicht, dass am Ende nur das Map ankommt und du oder so. Ja. Oder irgendwie so eine Mischung aus dir und dem Map. Ja, das wäre doch cool. Weil mit Jumpern geht's ja auch, also rein theoretisch sollte es funktionieren, aber ich würde es glaube ich nicht aufhören. Ja, wir wissen ja, was mit Jumpern passiert, wenn die im Tor stecken bleiben. Also im Endeffekt eigentlich wäre neu. Fahrkünsten kann das gut sein. Ich würde schon gerne aufgesessen durchfahren.
Ich bleib mal in dieser Ecke hier und hol's nach. Wieder? Ja, hab verstanden. Okay. Wir holen kurz das Map an, dann schaut sie denn eigentlich aus? So lange Position. Ach, du hast ihn schon. Okay. Aber. Okay. Hier langt's auch. Dann noch im Blick haben. Der hier sieht aus wie ein Insekt mit dem Umhang. Ist er wahrscheinlich auch. Ja, innerlich schon. Ist das Ding jetzt kaputt? Hat nur kein Dach. Er repariert kurz Generator anschließen. Ja. Warte, ich muss kurz die andere Komponente holen. Ja. Ich habe meine Deckung. War das vielleicht eine unüberlegte Granate? Ich habe keine Lust auf Earnest Action. Nee, das muss nicht sein, ne? Nee, ich will doch nicht so nackig rumlaufen. Vor allen Dingen musst du dir dann erstmal eine Glatze zulegen, ne? Ja, das schaffen wir, das macht das Alter schon ganz von alleine. Auch bei den Tokreis. Okay. War wieder typisch Wissenschaftler, oder? Ja. Jetzt ist da gleich kaputt gemacht. Das muss doch hier bleiben.